So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkstar One und auch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, freut mich, dass ihr wieder vorbeischaut, dass euch die Abenteuer hier im Weltraum interessieren und wie die Geschichte hier bei Darkstar One weitergeht. Wir werden uns mal kurz wie gehabt die Karte anschauen und mal sehen, was hier an Geschichten, Themen und so weiter offen ist. Wenn ich mir das hier so anschaue, dann geht's eigentlich jetzt direkt in der Geschichte weiter. Müssen wir bloß einen kleinen Umweg fliegen. Ich muss erstmal hier in das Partu-System, damit ich hier runterkomme, um dann zur Geschichte weiterzureisen. Und ja, den Schritt werden wir uns jetzt mal vorknöpfen und mal sehen, was uns da erwartet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und dann schauen wir mal, was da so kommt. Derzeit keine Frachter gemeldet. So, das liegt natürlich außerhalb der Reichweite. War irgendwie klar. Heißt, wir brauchen hier einen Zwischenstopp. Wie zu erwarten, neue Navigationsdaten, die erzählen uns was. Ja. Sehr freundlich. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Artefakte, ein Piratensystem, das schon zur Verfügung steht. Trotzdem gehen wir jetzt mal hier in der Geschichte weiter. Huch, Hilfe. Ich will jetzt aber trotzdem mal wissen, wenn ich hier reinschaue. Brauche ich noch eins bis zur nächsten Stufe. Ein einziges. Okay. Dann machen wir hier drüben weiter. Dann hole ich mir erstmal das Artefakt, um den Schritt abzuschließen und dann die Geschichte. Neue Nachricht des Galaktischen Rates am Terminal. Okay, und um was geht's? Schürfrechte im Oktogrenzgebiet. Aha. So. Wir haben hier Drohnen. Was für Drohnen? Das werden ja immer mehr. Was soll denn das? Kann ich da irgendwie helfen? Sowas. Was soll das denn? So. Was haben wir hier jetzt noch? Die Handelsstation, einen Asteroiden. Was auch immer das ist, ist das ein. Ist das ein. Kreuzer? So schaut's aus. Wer bist denn du? Hier Anflugkontrolle. Dieser Kommunikationskanal darf nur von Angehörigen des Militärs verwendet werden. Ah, du bist ein Militärkreuzer. Alles klar. Dann zischen wir mal darüber. Patrouille an fremdes Schiff. Wir scannen Ihr Schiff jetzt nach illegaler Ware. Nur zu?
keine illegale Ware entdeckt. Wir wünschen einen guten Flug. Danke. Okay. Den kriege ich nicht klein. Wir haben wieder genügend Artefakte für ein Schiffsupgrade zusammen. Jetzt schleichen wir erstmal hier wieder raus. So, was machen wir denn jetzt? Wenn ich auf Rumpf gehe, erhalte ich 50% Bonus auf die Einsatzdauer des Nachbrenners. Auch nicht schlecht. Die Ausrüstungsslots steigen. Die Trägheit bei der Fracht lässt nach und die Aufladerate steigt. Gehe ich auf die Flügel, kriege ich 4 Bugwaffen. Und verbessertes Feuerleitsystem. Alle Bugwaffen plus 10% Schaden. Das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Das sollte ich vielleicht mal wirklich tun. Und siehe da, Energieklasse, Waffenklasse und Ausrüstungsklasse gehen auf Stufe 6. Dann machen wir das doch mal so. So, und was hast du hier zu bieten? Da schau, guck. Wenn ich alle 100 Artefakte einsacke, kriege ich diesen Zwischenweltantrieb. Sehr interessant. Automatisch bei 100 Artefakten verfügbar, öffnet das Tor zu einem energetisch höheren Hyperraumfeld. Die Berechnungen für einen Flug werden stark vereinfacht und die Begrenzung der Reichweite aufgehoben. Da bin ich gespannt, ob ich das mal noch hinkriege. Das wäre ja cool. Es hätte echt was. So. Sehr nett. Hier kriegen wir unsere Sidequest. Von Ihnen und Ihrem Schiff hört man so einiges. Ich habe nun im Namen des terranischen Militärs den Auftrag, Sie um Ihre Hilfe zu bitten.
Die Okto erlauben uns keine militärische Operation auf ihrem Gebiet. Deshalb müssen wir verdeckt arbeiten und Söldner anheuern. Durch einen etwas peinlichen Zwischenfall ist es Piraten gelungen, einen großen Kreuzer aus einem Wartungsdock zu kidnappen. Wir hatten immerhin noch Glück, dass der Kreuzer gestohlen wurde, bevor er vollständig instand gesetzt war. Nun hängt er mit defektem Antrieb im Cut-Lodge-System fest. Die Okto werden in Kürze einen Angriff starten. Doch wir wissen nicht, ob wir den Okto trauen können, denn es wäre für sie die Gelegenheit, einen unserer Kreuzer in ihre Gewalt zu bekommen. Wir müssen daher dafür sorgen, dass der Kreuzer auf jeden Fall vernichtet wird. Ach so? Der Terraner-Kreuzer wurde entführt, und weil er Schiffbruch erlitten hat, soll er vernichtet werden, bevor es den Piraten gelingt, den Antrieb wiederherzustellen. Okay. Na gut, da mache ich mit, keine Frage. So, dann schauen wir mal in die Werft zum Schiff. Hier habe ich alles ausgerüstet, was geht. Hier Basis, derzeit keine Frage. Hier kann ich nicht mehr ausrüsten. Das heißt aber, ich kann den hier verkaufen. Und hier hätte ich noch einen Platz frei. Okay. Elf? Oh ja, ich habe alles so ziemlich aufgebraucht. Big Bang. Habe ich gesagt, nochmal 5. Und Hellfire brauche ich auch noch 5. Passt. Klasse 6. Och. Ja, Leute, ihr verlangt ja echt ein Schweinegeld. Ihr habt ja eine Meise. Aber was bleibt mir anderes übrig? So, den Jammer können wir rausschmeißen. Dafür den Jammer Elite rein. Und den Jammer hier verkaufen. Energieflux, Schildflux, Erzsammler, klar. Energiesammler, Landecomputer macht Sinn. Reparaturbot und Jammer Elite. So, was spricht die Karte jetzt? Wir haben da hinten eine Sidequest, an die komme ich noch gar nicht ran. Dann machen wir jetzt einfach mit der Geschichte weiter. Gibt's gar nichts. So. Verdammt, ich habe keine Schilde mehr! Da
Das ist Captain Hornblower, der sich da mit den Piraten anlegt. Wir müssen ihm helfen, Chiron. Allein hat er keine Chance. Hauen wir ihn da raus. Mein Stern ist erloschen vor das Feuer. Oder du willst es büßen. Die Schilde sind runter. Gesucht, Captain. Die Okto berichten, dass du regelmäßig zu den Arak fliegst. Wir würden dich gern begleiten. Den Gefallen tue ich euch gern. Aber ihr braucht bessere Ausrüstung. Besorgt euch einen 8er Feldantrieb. Wenn ihr den habt, könnt ihr mich im Lynchat-System treffen. Ich übermittle euch jetzt den Schlüssel für das Lynchat-System. Wir sehen uns dann dort, Freunde. Okay. Neues Missionsziel, neue Navigationsdaten. Warum ist eigentlich jeder, den wir treffen wollen, in Schwierigkeiten? Weil alle bekloppt sind. Dann weiß ich ja schon, was uns im Lynchat-System erwarten wird. Neue Bekloppte. Da tut sich ja einiges hier. Neues Missionsziel. Achter Lichtantrieb. So. Asteroid, Handelsstation, dann auf zur Handelsstation. Da ist er ja schon. Ach, hör halt auf. Ich werde dich jetzt töten. Ihr habt euch nicht zerstört. Wo bist du? Hilfe! Okay. Ich will jetzt endlich zu der Handelsstation. Die schaut mal klasse aus. Nettes Design, muss man wirklich sagen. Cool gemacht. Jo, also was haben wir jetzt hier? Story-Missionen. Hornblower hat sich... Was kommt da? Achso, ist eine Story-Mission gescheitert, ist das Spiel verloren. Gut, dann nochmal. Hornblower hat sich bereit erklärt, dich zu dem besonderen Asteroiden im Tin-Maung-System zu führen. Das System befindet sich in Arak-Territorium und du benötigst einen neuen Hyperraumantrieb, um den neuen Cluster zu erreichen. Sobald der neue Antrieb installiert ist, kannst du Hornblower von der Handelsstation im Lynchal-System treffen. Okay. Und dann die Geschichte mit dem Piratenkreuzer. Gut. Das ist das. Was spricht die Karte jetzt? Ich muss darüber. Und ich muss dahin. Und ich hätte fast gesagt, dann pflügen wir uns hier mal Schritt für Schritt durch die Systeme durch. Machen die Piraten hier platt. Naja. Jo. Da dürfte einiges auf uns warten. Derzeit treffen sich alle Ingenieure zum großen Wissensaustausch. Die Produktion wird in dieser Zeit auf ein Minimum reduziert.
Das war's, was ich wollte. Achter Feldantrieb. Kaufen. Gut, gut. So, also, dann geht's jetzt erstmal hierher. Einmal den Piraten kräftig in den Arsch treten. Glaubst du, du könntest uns hier vertreiben? Ja, glaube ich. Glaube ich nicht nur, weiß ich sogar. Holla, die Waldfee. Habe versagt. Schön, freut mich. Nicht gut. Schilde sind runter! Ich hab... Holla? Du entkommst mir nicht! Bei mir hat's gerade in der Soundanlage mächtig geknackt. Vorsicht! Siehst du den Okto? Ja, den seh ich. Ja, soll es ja auch so sein. Wir brauchen schon dich mit Schild. So. Uiuiui. Der kam aber angebrettert. Haben wir's dann? Artefakt aufgenommen, Handelsstation. Das passt. So, hier brauchen wir erstmal den Schildboost. 92.000 Credits erhalten, das ist doch nett. Patrouille an fremdes Schiff. Wir scannen Ihr Schiff jetzt nach illegaler Ware. Zu spät. Aber ich habe eh nichts. Deswegen ist das alles halb so wild. Spielstand gespeichert. Gut. Dann mache ich mal hier unten weiter. Und dann hoffe ich mal, dass ich so langsam ein paar neue Navigationsdaten bekomme, um an meine Ziele zu kommen. Bevor wir da unten weitermachen, gehe ich erstmal auf ein ganz anderes Örtchen. Mache hier mal kurz Pause. Bis gleich. So, damit wir jetzt den Faden nicht verlieren, schnell nochmal kontrollieren, wo wir sind. Genau, da unten in das Piratensystem wollte ich. Also dann. Brauche ich von der Werft vielleicht noch irgendwas? Raketen, alles klar. Gut. Glaubst du könntest uns hier vertreiben? Ja, wie immer. Hat bisher auch immer reibungslos funktioniert. Also von daher, macht euch keine Gedanken, ich krieg euch.
Genau. Du auch. Euch nehme ich doch einfach so auseinander. Haha, wenn du mir hier so schön vor die Flinte fliegst. Ich kann ihn nicht abschütteln. Dieser Terraner lässt sich nicht abschütteln. Ja. Nein! Hab dich. So, Artefakt aufgenommen, noch eins hier? Nein. Noch drei bis zum nächsten Upgrade. Aber was wir jetzt mal machen, wir landen hier mal auf dieser Handelsstation. Dann schauen wir mal auf dem Terminal nach, wo sich hier noch Piratengangs rumtreiben. Und holen uns da mal ein paar Geheimdienstwaffen. Uiuiui. Peng. Voll zusammengestoßen. So, liebes Terminal, was kannst du mir jetzt erzählen? Einer unbestätigten Meldung zufolge hält sich die berüchtigte Torhai-Gang im Doris-System auf. Das Doris-System. Wo ist das Doris-System? Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ach, da hinten. Und da habe ich noch keinen Zugang. Na schön. Dann hupfen wir hier mal in die Story-Gegend rüber. Ich habe schon auf euch gewartet. Eurem Schiff steht der neue Antrieb gut. Wollen wir sofort zu den Arak fliegen? Wir sind bereit. Dann mal auf zu den Arak. Die sind nicht gerade die Partylöwen der Galaxis, verstehst du? Humorlos und penibel, aber sonst ganz in Ordnung. Wirst schon sehen. Wir legen einen kurzen Zwischenstopp im Patschaung-System ein, dann fliegen wir weiter zu Jinchu. Auf geht's! Alle festhalten! Auftrag abgebrochen? Das hat ja gut geklappt, Chiron. Wir müssen hier noch eine Kleinigkeit erledigen. Bleib in meiner Nähe und mach bloß keinen Blödsinn, okay? Okay, welchen Auftrag habe ich jetzt vergeigt? Scheiße. Ich habe die Sidequest vergeigt. Okay, so ein Mist. Und das wird mir hier oben passiert sein, weswegen ich da möglicherweise nicht mehr an dieses Artefakt rankomme. So ein Shit. Och nö. Kann ich das jetzt nochmal laden? Das ist es nicht. Dann gehen wir hierher.
So. Hier müsste ich jetzt eigentlich ihn kontaktieren. Haha. Aber das werde ich nicht tun. Ich werde hier mal die Planeten ein bisschen abspringen. Um hier neue Navigationsdaten zu bekommen. Und das ganze System da mal abklappern. Karl, du musst warten, sonst komme ich nicht an meine Artefakte ran. Und versau hier die Sidequest. So ein Mist. Genau. Boom. Und schon war's geschehen. Hui. Das war's schon? Das war aber simpel. So, dann kann ich mal hierher springen. So viel dazu. So, dann kann ich noch hier rüber hupfen. Navigationsdaten und noch mehr Piraten. So, wo kann ich jetzt hin? Ah, ja. Jetzt kann ich auch in das Doris-System. Dann machen wir doch da mal weiter. Okay. Manchmal ist es halt doch zu früh, mit der Story mitzugehen, anstatt andere Sachen zu erledigen. Sehr interessant. So, Sprungtor Schiffswrack. Schiffswrack klingt gut, da dürften die sich versteckt halten. Ich wusste, dass du zu mir kommen würdest. Nun lass mich dein Schicksal besiegeln. 8 Piraten greifen an! Ach, echt? Wo ist mein Schiff? Ach, wo kommen die nur alle her? Weg. Dunkelheit sei dein Schicksal. Holla. Schnell,
Schild macht aber noch mit. Du dafür nicht mehr. Du auch nicht. Gleich ist es vorbei. Du bist weg. Ich habe dich unterschätzt. Das passiert mir nicht zweimal. Da kommt noch ein Leibwächter. Du kannst dein Ende nicht aufhalten. Dein Weg hat dich direkt in dein Verderben geführt. Zu mir. Das war ein Fehler. Mich wirst du nicht besiegen. Du hast einen Container verloren. Genau so soll's sein. Nee, zu spät. Geheimdienstwaffe. So. Und die klinken wir gleich mal mit rein. So, Raketenwerfer MK3, ja. Ich krieg hier keine Raketen. Gut. Terminal. Hier gibt's keine weiteren Gangs mehr. Na schön. Gut, wie machen wir weiter? Ich komme jetzt hierher. Dann hole ich mir da halt mal das Artefakt. Neue Navigationsdaten. Was erzählen die mir? Dass ich jetzt zur Sidequest käme. Okay. Auch schon mal nicht schlecht. So, und wo ist der nächste Ausgang? Da drüben.
Musik nach, wären hier auch irgendwo Piraten unterwegs? Aber wenn ich die Taste drücke, um den nächsten Feind anzuwählen, tut sich nichts. Und in der Targets-Liste ist auch nichts. Okay. Dann hopsen wir doch einfach mal hier die nächsten Systeme ab, um diese Navigationsdaten zu ergattern. Schuss und platt. Und platt. Und es gibt einen Container hier. Wieso gibt es hier einen Container? Edelmetalle. Okay. Zwei Container. Ich bräuchte noch einen dritten Container.
Dann bringen wir halt ein bisschen Material hier an die Handelsstation. Edelmetalle sind mit Sicherheit nie verkehrt. Auf dieser Station ist der Handel mit allen Waren erlaubt. Wir wünschen Ihnen gute Geschäfte. Da bringt uns gleich mal 50.000 Credits ein. Echt nicht verkehrt. So. Dann machen wir mal da unten weiter. Ja, in jedem System gibt es irgendwelche doofen Piraten, die es auf mich abgesehen haben. Ohne mich. Schildenergie auf Null. Er ist zu schnell. So, wo kann ich jetzt noch hinspringen? Ich kann da rüber springen. Haha. Was jetzt sein könnte, dass ich da natürlich nur rankomme, wenn ich die Sidequest löse. Also auf zur Sidequest. Beziehungsweise, die Folge ist inzwischen eigentlich lang genug, dass ich mich hier auf der Handelsstation mal ausruhen sollte, um die Sidequest in die nächste Folge bei Darkstar One zu packen. Und das mache ich jetzt auch. So. Die Entscheidung ist gefallen. Wir machen hier einen Break. Ich mache hier einen Break. Ich bedanke mich natürlich, wie gehabt, ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich freue mich, wenn euch die Geschichte hier weiterhin interessiert. Ich freue mich natürlich auch, wenn mal der eine oder andere Kommentar hängen bleibt oder vielleicht auch ein Abo von meinem Kanal. Ja, und wir werden uns dann hier einfach Schritt für Schritt durch die Geschichte durchhangeln, die Sidequests erledigen und. Wir brauchen natürlich wieder jede Menge Geld. Piraten werden natürlich jede Menge dran glauben müssen. Wir brauchen schon Piraten. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Es bleibt spannend. Ich finde die Geschichte nach wie vor gut gestrickt. Auch wenn sich hier jetzt natürlich gerade alles wiederholt, aber trotz alledem, es lohnt sich, finde ich, dran zu bleiben und die Geschichte weiter zu verfolgen. Die Geschichten rund um die Sequenzen, die sie hier aufgebaut haben, sind auch, finde ich, klasse gelungen. Die Aufgaben zu den Story-Missionen und Sidequests sind sehr abwechslungsreich und erzählen ihre eigenen Geschichten. Das ist auch sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Klar, dass sich hier die Piratenschlachten allerweil wiederholen, um an die Artefakte ranzukommen. Gut, das hätte man vielleicht auch das eine oder andere bisschen anders lösen können. Aber trotz alledem, es lohnt sich, finde ich, dieses Spiel zu spielen. Wem das hier gefällt, kann ich eigentlich nur sagen, holt's euch. Gut, dann verabschiede ich mich hier von euch, freue mich auf ein Wiedersehen und sage Servus, Ahoi und bis zum nächsten Mal. Schlaft gut und macht's besser. Euer Captain. Ciao.